für Gefahr. Die Hereingabe verpasst Winhoff nur knapp. Tja, und dann hatten Charlie Neumann und Heinz Wolf, so heißt unser Kameramann, ihren Auftritt. Charlie brachte während des Spiels, versteht sich, kleine Präsente, über die sich unserer Mann an der Kamera natürlich freute. Gladbach jetzt stärker, energischer und es ergaben. Und Charlie Neumann jubelt. Es ist ein herrliches Fußballspiel. Unsere Jungs, die spielen hervorragend. Fußballfans alle zufrieden. Sie sehen, wie die Bälle gemacht wird hier. Also es ist ein richtiges Schalke-Wetter. Und alle Schalker sind stolz auf die Mannschaft, denn wir haben so viel verletzt. Und diese Jungen, die da einbaut, unser Trainer, ich muss den Alex immer bewundern. Alex macht immer eine Mannschaft, die begeistert im Fußballspiel. Das haben wir Sie eben in der ersten Halbzeit ein bisschen beobachtet. Sie gehen ja mit, das ist unglaublich. Können Sie sich überhaupt vorstellen, irgendwann mal, wenn Schalke spielt, nicht im Stadion zu sein? Also ich bin jetzt 60 geworden, ich wollte halt irgendwie 60 aufhören, weil mit 60 Schalke wird sich nicht zur Ruhe setzen. Aber das kann man nicht mehr. Wenn man einmal den blau-weißen Virus in sich hat und Schalke, glaube ich, würde verrückt werden, wenn ich nicht mehr auf Schalke wäre. Ne? Ich brauche die Atmosphäre, also ich habe das Gefühl, der Schalke wird eines Tages wie Jula Lora mal uns auf der Bank vor Freude umfassen. Soweit also Charlie Neumann. Ich möchte ihn noch mit 100 im Parkstadion sehen. Im Gespräch mit meinem Kollegen Markus Höhner. Zur zweiten Halbzeit kam bei